Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Through the Night. Das, was hier im Hintergrund quiekt, neben meiner doch sehr kratzigen Stimme, sind die Meerschweinchen meiner Tochter, die momentan bei uns im Wohnzimmer einquartiert sind. Ich hoffe, das stört nicht so allgemein. Ja, wir waren letztens bei unserem Projekt hier stehen geblieben. Und waren dabei, ja, Minecraft nur bei Nacht zu spielen. Wir hatten letzte Folge schon ein paar Begegnungen mit Baby-Zombies. Ich hasse Baby-Zombies. Ja, und jetzt muss ich momentan erstmal ein bisschen Kohle und Eisen finden. Mal sehen, ob ich gleich mal Glück habe. Ja, ich wollte noch ein paar Sachen in die Kiste loswerden. So. Lehm hatten wir auch schon gefunden. Wie ihr hört, haben wir draußen auch schon richtig schön fleißig ein paar Spinnen, die mir tierisch auf den Sack gehen. Ach, wenn ich jetzt schon einen Eimer hätte, das wäre so schön. Aber ich habe noch nicht großartig Eisen gefunden, oder? Schade, schade. Stimmt, unter meinem Haus war eine Höhle. Habe ich ja schon ganz verdrängt. Oh, die ist auch nicht sonderlich groß, oder? Aber über uns, da ist was los. Hey, ich habe aber auch ein Glück, dass ich hier überhaupt nichts finde. Aber wir haben gesehen durch den Glitch gerade, dass da ein richtig schönes Höhlensystem unter uns ist. Das nutzen wir doch gleich mal aus. Weil vielleicht finden wir da ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle. Na, war klar. Also ich brauche dringend ein besseres Werkzeug. Das Problem ist, ich möchte mich momentan draußen nicht so weit rumtreiben, weil da doch sehr, sehr viele Monster gerade unterwegs sind. Ach komm schon, das kann doch wohl nicht sein, dass es hier überhaupt nichts zu finden gibt. Gar nichts? Alter, habe ich mein Karma für dieses Spiel schon heute aufgebraucht oder was ist los? Aller möglicher Scheiß, aber glaubt ihr, ich finde Eisen oder Kohle? Ihr habt doch nicht so schlechte Augen, oder? Ach, Eisen, Gott sei Dank.
Sehr schön, endlich kann ich mir eine Eisenspitzhacke machen oder einen Eimer. Normalerweise sagt man doch, dass dann im Umkreis von 20 Blöcken wieder Eisen zu finden ist. Bei dir sind es, glaube ich, 30. Naja, wird nichts. Ich merke das schon. Wenn ich auch weiß, wo ich hochgehen muss, ne? Also hier, wo kommst du denn auf einmal her? Also ganz ehrlich, dieses Skelett war doch vorhin noch nicht da. Oha. Also entweder ist es hier reingekommen, ja klar. Ernsthaft? War ich wieder zu gierig? Ah, verdammt, der erste Tod auf meiner Liste, ey. Wurde von einem Creeper in die Luft gesprengt. Ist nicht wahr, ey. So. Ist nicht wahr, ey.
haben wir das auch. Kann es da erstmal keiner mehr auf den Nerv gehen. Also bei der einen Explosion mit dem Creeper will ich es auch gerne belassen, weil das war ja wohl gerade eine Nummer. Wenn ich solche Späße auch in Squad Wars mache, dann... Na, gute Nacht. Gewonnen. Ich 1, Wasser 0. Oh oh. Das ist ja sehr schön, dass ich jetzt schon wenigstens ein bisschen was gefunden habe. Ja. Dann gucken wir lieber mal, was sich tiefer verbindet. Ach, komm schon, irgendwo musst du doch sein. Kohle, Eisen. Melde dich. Der Hunger geht aber sehr weit weg. Eisen! Meins. Oh, und auch noch eine große Ader, ey. Jackpot. Wie das war's. Na komm schon. Komisches Loch hier. Ist doch nicht wahr, ne? Wir haben doch vorhin ein schönes Lavabecken gesehen. Da muss ich doch irgendwo mal hinkommen. Genau das meine ich, das, was wir jetzt so im Hintergrund hören. Oh, Kohle, meine.
Oh Leute, wir haben endlich Kohle gefunden. Yay. Und wir haben Level gemacht, sehr schön. Oh, wir haben sie gefunden. Ja, dann hoffe ich, dass euch die Folge an dieser Stelle gefallen hat. Wir haben endlich ein bisschen Lava gefunden. Die Spitzhacke ist hier. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis es wieder heißt, ich werde nicht von einem Creeper in die Luft gejagt und Red is back. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.